Эта встреча продолжает серию контактов, которые были setzt eine Reihe von Kontakten fort, die zwischen John Kerry und mir stattgefunden hat. Und jetzt haben wir uns versammelt unter Beteiligung von Cathy Ashton und André Deschitzer. Aber genauso wie während der Begegnungen mit Kerry bilateral bevorzugen die Partner separate Pressekonferenzen. Ich trete hier alleine auf und Sie werden in Ihren eigenen Pressekonferenzen mitteilen. Wir haben ein Dokument ausgefertigt, das ist die Genfer Erklärung vom 17. April. In diesem Dokument haben wir uns einverstanden erklärt mit der Notwendigkeit, die ersten konkreten Schritte zu unternehmen zur Deeskalierung der Spannung, zur Wiederherstellung der Sicherheit für alle Bürger der Ukraine. Wir haben gesagt, alle Seiten sollen sich zurückhalten vor jeder Gewalt, Einschüchterung, provokative Handlungen. Und wir haben verurteilt und abgelehnt jede Arten von Extremismus, Rassismus, religiöse Intoleranz, einschließlich des Antisemitismus. Das ist eine sehr, sehr aktuelle Forderung, wenn man berücksichtigt, was in den letzten Monaten in der Ukraine stattfindet. Unter den Schritten, die wir auch unternehmen wollen, sind folgende Schritte. Alle ungesetzlich bewaffnete Formationen sollen entwaffnet werden. Alle widerrechtlich besetzten Gebäude sollen an ihre legitimen Besitzen zurückgegeben werden. Alle besetzten Plätze und andere öffentlichen Gebäude in allen Städten der Ukraine sollen geräumt werden. Es soll auch die Amnestie stattfinden für alle, die protestiert haben. Und mit Ausnahme derjenigen, die schwere Verbrechen verübt haben. Und auch es wurde beschlossen, um diese ganzen Maßnahmen komplex umzusetzen, rufen wir eine extra Mission auf der OSZE, die bereits in der Ukraine tätig ist, entsprechend dem Mandat. Und diese Kommission wird beauftragt, die Spannung zu reduzieren unter den konflikttragenden Seiten in der Ukraine. Wir rufen diese Mission dazu auf, dass sie die führende Rolle führt, damit die Ukraine selbst dabei unterstützt werden und auch die Macht in der Ukraine und auch die Gemeinden in der Region, damit sie all die Maßnahmen umsetzen zur Deeskalierung der Situation. Und natürlich Russland, die USA und auch EU beteiligen sich bereits an dieser Monitoring-Mission und diese Zusammensetzung wird erweitert im Zuge der Tätigkeit und werden wir die Tätigkeit dieser Mission unterstützen und ich betone noch einmal, um den Dialog aufzubauen zwischen den Parteien, damit Schritt für Schritt und auch im Komplex insgesamt auf der gegenseitigen Basis die Situation zu entspannen. Wir haben auch ein sehr wichtiges Appell bestätigt und das besteht in der Notwendigkeit unverzüglicher Beginns des breiten nationalen Dialogs im Rahmen des Verfassungsprozesses und das soll inklusiv, transparent und auch muss die Berichterstattung darüber stattfinden. Das sind die Charakteristiken, die unter den jetzigen Bedingungen, die in der Ukraine die entsprechende Kommission in der Verkhovna Rada gebildet haben, nicht durchschaut. Dieser Dialog soll alle ukrainischen Regionen einschließen, alle politischen Gruppen und soll berücksichtigen, dass alle Kommentare und Ergänzungen untersucht werden in die Verfassung, zur Änderung der Verfassung. Wir haben auch die Wichtigkeit der finanziellen und wirtschaftlichen Stabilität in der Ukraine betont. Zurzeit ist das untergraben. Wir haben erklärt, dass wir bereit sind, in der Zukunft die Unterstützung der Bemühungen der Ukraine zur Wiederherstellung der Stabilität in der Wirtschaft zu unterstützen, je Schritt für Schritt nach der Umsetzung der Schritte, die ich Ihnen vorgestellt habe. Das ist das Wesentliche über unsere heutigen Vereinbarungen. Das sind natürlich Kompromisse. Das Wichtigste für uns ist die Anerkennung durch die Beteiligten der Tatsache, dass diese Krise geregelt werden soll von den Ukrainern selbst, was die unverzügliche Einstellung des Konfliktes im Zusammenhang mit der Festnahme der Protestierenden betrifft.
mit der Besetzung von Gebäuden und Plätzen und auch im Zusammenhang mit dem, was langfristig angeht, also Durchführung der wahren Verfassungsreform. Wie Sie wissen, als wir uns vorbereitet haben auf dieses Treffen, so haben wir vorgeschlagen, dass dabei auch die wichtigsten ukrainischen oppositionellen Kräfte vorgestellt werden, auch die nicht einverstanden sind mit dem, was in Kiew am 22. Februar stattgefunden hat, die bezweifeln die Legitimität der ukrainischen Macht. Aber aus organisatorischen Kräften war das unmöglich, die Vertreter der Opposition des Ostens und des Südens einzuladen. Aber wir haben während dieser Begegnung entsprechende Dokumente verbreitet, die vom Präsidium der Partei der Regionen verabschiedet wurden und auch von dem Gebietsrat von Lugansk und auch von der neu gegründeten Bewegung Südosten der Ukraine. Diese Dokumente enthalten die Maßnahmen zur Deeskalierung der Situation, zur Nichtzulassung der Anwendung der Gewalt und bei der Lösung vieler Fragen. Und vor allen Dingen, das Dokument betrifft die, wie Südosten das sieht, was die neue Verfassung enthalten soll. Das ist in erster Linie die Dezentralisierung, die Erweiterung der Vollmachten der Regionen, einschließlich des Rechtes, die eigenen Legislativen und Exekutiven zu wählen. Und in erster Linie, in dieser Reihe erwähne ich auch die Gewährleistung einer würdigen Rolle der russischen Sprache in der ukrainischen Gesellschaft. Es geht da um Staatsstatus oder um Amtssprache oder Staatssprache. Das sollen die Ukrainer selbst entscheiden. Die Entscheidung soll von allen Regionen annehmbar sein, für alle politischen Kräfte. Wir werden dazu beitragen, dass dieser Dialog konstruktiv weiterentwickelt wird, weil das der Unterpfand für die Gewährleistung der Stabilität des ukrainischen Staates ist. Bei vollem Respekt aller historischen, kulturellen, sprachlichen und sonstigen Besonderheiten vieler Regionen dieses Landes. Wir haben vereinbart, dass wir uns weiter in verschiedenen Formaten treffen werden und ich hoffe, dass unsere Kollegen, die zurzeit die Tätigkeit der Mission der OSZE in der Ukraine gewährleisten, dass sie diesen unser Appell akzeptieren werden, denn wir können für die OSZE nicht entscheiden. Wir können nur wünschen, dass die OSZE-Mission unsere Wünsche berücksichtigt und dass sie die Vollmachten auch, dass sie die zur Beseitigung der Gefahr und Spannungsherde beseitigt. Wir werden dazu beitragen, dass die Mission auch gewissenhaft arbeitet, dass sie ihre Bemühungen in Richtung auf alle Aspekte erfüllt, die wir vorgestellt haben, einschließlich der Befreiung der Verhafteten wegen der politischen Aktionen. Wir haben insbesondere das Schicksal von Pavel Guvarjov, das ist der Volksgouverneur von Donetsk, und wir müssen alle Formen von Extremismus einstellen. Es kommt eine Frage, die nicht gut zu hören ist. Aber vielleicht wird die Antwort verständlich. Подразумевается ли это в вашем понимании, что незаконное вооруженное формирование это отряды самообороны в Юго-Восток? Es geht hier um die Selbstverteidigungstruppen im Osten. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, dass ob die Sanktionen, es geht um die Sanktionen. All die Maßnahmen, die wir heute aufgelistet haben als Vorschläge, die nach unserem heutigen Treffen ausgehen, betreffen alle, ausschließlich Regionen der Ukraine und alle Problemfragen, die dort entstehen. Sie wissen, dass auch bei der Vereinbarung vom 21. Februar wurde festgestellt, dass die bewaffneten Formationen
entwaffnet werden. Bis jetzt wurde noch wenig gemacht. Nicht alle wurden entwaffnet. Der rechte Sektor funktioniert weiter und weigert sich, die Waffen abzugeben. Und ganz arrogant erklären sie, dass sie die Funktionen der ukrainischen Armee erfüllen werden, falls die sich als ohnmächtig erweist. Und all diese Forderungen, die erfassen auch jetzigen Erklärungen. Und wir gehen davon aus, dass die Ukraine zu dem Zustand übergehen soll, wenn alle Regionen ohne Ausnahme nach den gemeinsamen Regeln leben müssen, wie es in jeder zivilisierten Gesellschaft ist, dass die Waffen nur bei der Polizei und Armee vorhanden sind und dass die Waffen nicht gegen das eigene Volk gerichtet werden, wie das im Befehl steht, der von der jetzigen Führung in Kiew unterzeichnet wurde zur Unterdrückung der Massenproteste. Das soll alles universal und gleichmäßig angewendet werden. Und zweifellos kann das alleine auf der gegenseitigen Grundlage umgesetzt werden. Wir können nicht das Problem der Entsperrung der Gebäude in einem Gebiet der Ukraine lösen, wenn das in einem anderen Gebiet eben die Plätze nicht geräumt werden. Das muss in jedem an Ort und Stelle gemacht werden und das müssen die Ukrainer selbst tun. Und dazu ist es notwendig, und das haben wir besonders betont, dass diejenigen, die Macht in der Ukraine übernommen haben, infolge eines Staatsstreiches, wenn sie der Meinung sind, dass die Interessen aller Ukrainer vorstellen, so sollen sie die Initiative ergreifen. Die sollen den Regionen die Hand reichen und sollen deren Sorgen berücksichtigen. Die sollen sich mit denen an einen Tisch setzen, mit denen alles vereinbaren, nur über die Fragen der Sicherheit in der oder anderen Stadt oder in dem oder anderen Dorf. Und auch es geht um die wahre Verfassungsreform, betone ich insbesondere. Was die Diskriminierung der Bürger der Russischen Föderation, Männer in bestimmten Alter angeht, was deren Möglichkeiten in die Ukraine einzureisen angeht, so haben wir auch die Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Das ist also empörend, das entspricht keinesfalls dem Geist, der unsere westlichen Partner während dieser Begegnung schaffen wollten. Dennoch, trotz dieser Diskriminierungsakt und unfreundlichen Akt, wir sagen, dass die heutige Begegnung die Möglichkeiten eröffnet hat und wir das nicht nur, nicht befriedigt uns, sondern es lässt uns hoffen, die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten und die EU tatsächlich aufrichtig interessiert sind an der trilateralen Zusammenarbeit mit Russland, damit alle Ukrainer überzeugt werden, die Verhandlungen am Verhandlungstisch die Fragen zu lösen, am gemeinsamen Verhandlungstisch. Und unsere westlichen Partner haben uns versprochen, dass sie in dieser Richtung Einfluss ausüben werden, dass die Ukraine alle Fragen lösen werde unter Berücksichtigung aller Interessen und Meinungen aller Regionen der Ukraine. Добрый день, Сергей Викторович, агент-регент агентства Bloomberg. Находится ли Российская Федерация понимание от украинских и американских коллег по поводу требования о неблоковом статусе Украины? Как этот статус закрепить через Конституцию? И имеется ли в виду только военный нейтралитет или политический тоже? Как Россия смотрит на возможное украинское членство ЕС? Leider ist das die Frage schwer verständlich, aber die Antwort: In der Ukraine gibt es das Gesetz über die Neutralität, militärisch-politische Neutralität, und wir haben ganz fest erklärt während unserer Diskussion, dass dieser Status der Ukraine im Falle der Änderung dieses Status wird alle Bemühungen untergraben in Richtung auf die Zusammenarbeit und konstruktive Zusammenwirkung in allen Fragen, die darauf gerichtet sind, die jetzige Krise in der Ukraine zu beseitigen. Jetzt, was die Frage angeht, ob das militärische oder politische Neutralität gemeint ist, muss ich ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was bedeutet eigentlich die politische Neutralität. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Neutralität separat betrachtet werden kann, getrennt von militärischer Neutralität, militärisch-politischer Neutralität, im diplomatischen Wörter,
Wörterbuch bedeutet die Mitgliedschaft an einem militärischen Block. NATO, es gibt andere Verbände unter Beteiligung von Vereinigten Staaten in anderen Orten der Welt und die Tatsache, dass die Ukraine die Neutralität in ihrem Gesetz verankert hat, soll von allen respektiert werden und es darf nicht in Zweifel gestellt werden und darf nicht verschwommen aufgefasst werden. Und wir haben auch darauf hingewiesen, auf die unakzeptable Erklärung, die zum Beispiel aus dem Mund von Herrn Rasmussen und auch vom amerikanischen Stellvertreter Alexander Verschbo gemacht wurden. Und diese Erklärungen wurden auch sehr häufig gemacht und die wiederholen immer wieder, dass keiner die Ukraine zwingen darf, neutral zu bleiben. Wir haben unsere westlichen Kollegen gebeten und auch die Führung der NATO, ihre Verantwortung bewusst zu werden, dass sie dieses Thema nicht hochspielen in der Zeit, wo das alle Bemühungen zur Regelung der Krise in der Ukraine untergraben können und um die Ukraine. Es kommt die nächste Frage. Das Mikrofon ist schlecht. Die Frage ist... Ach ja, es geht um die teilweise Mobilmachung in der Ukraine, die zurzeit stattfindet. Und es kamen auch die Berichte, dass die Anzahl der russischen Streifteure auf der Krim gestiegen ist. Und wie... Falls die Ukraine keine Verfassungsreform durchführt, entsprechend unseren Forderungen, ist es möglich, auch die militärische Aktionen durchzuführen. Jetzt, was unsere Streitkräfte angeht, die befinden sich auf ihrem eigenen Territorium. Die ukrainischen, die jetzt eine Mobilmachung durchführen, befinden sich auch in ihrem Hoheitsgebiet. Und unsere Streitkräfte treten nicht gegen das eigene Volk, aber ihre wurden mobilisiert durch ein ungesetzliches Gesetz, um die Massenproteste zu unterdrücken. Was die Krim betrifft, die Krim hat damit nichts zu tun. Die Krim hat ihre Wahl getroffen. Wir haben diese Wahl anerkannt und mit Respekt die Meinung der meisten Bewohner der Krim berücksichtigt. Dort findet keine Steigerung der Aufwuchskräfte, der Streitkräfte statt. Dort befindet sich unser Stützpunkt der Schwarzmeerflotte und dort sind anwesend so viele Matrosen und Soldaten, die notwendig sind, damit diese Stützpunkte funktioniert. Und wenn solche Berichte erscheinen, dass die Anzahl der Streitkräfte gestiegen ist, das hat wohl damit zu tun, dass die meisten Soldaten von der Schwarzmeerflotte der Ukraine sich für die russische Staatsangehörigkeit entschieden haben und deren weiteres Schicksal entschieden wird. Ich kann nur versichern, dass keine zusätzlichen Streitkräfte auf dem Territorium der Krim oder anderen Gebiete nicht sein werden, die eben den Gesetzen der Russischen Föderation widersprechen. Jetzt zu Ihrer letzten Frage. Ich glaube, wir verstehen nicht richtig, worum es eigentlich geht. Wir haben absolut keinen Wunsch, unsere Truppen in die Ukraine einzuführen, in das Hoheitsgebiet eines befreundeten Staates, wo unser Brudervolk wohnt. Das widerspricht den grundlegenden Interessen der Russischen Föderation. Wir sind sehr besorgt um die Diskriminierungsverhältnisse, die jetzt gegenüber der russischen Sprache, gegenüber der russischen Kultur, gegenüber der russischstämmigen, erklingen ganz abstoßende Erklärungen im Parlament, wenn die Mitglieder der Partei, die zur Regierungskoalition gehören, die Russen als Wesen bezeichnen und wenn sie erklären, diejenigen, die sozusagen russisch sprechen, sollen liquidiert werden. Und wir haben keine Erklärungen gehört von den Führern dieser Koalition, die das verurteilen würden und die solche Erklärungen ablehnen würden. Deshalb wiederhole ich, wir werden alle dazu beitragen, dass die Situation sich verändert. Die Verfassungsreform findet in jedem Fall statt, da habe ich keine Zweifel. Unsere amerikanischen Partner haben uns daran versichert und die beeinflussen entschieden die Führung
Führung in Kiew und wir verstehen so, dass die Aufgabe der Durchführung der Reform bis zum Ende geführt werden und dass im Zuge dieser Reform die Interessen aller Regionen, aller ethnischen Gruppen, aller Sprachminderheiten in vollem Maße garantiert werden. Die nächste Frage. Das Wort Föderalisierung und Föderalismus der Ukraine, enthalten diese Dokumente oder wurde das ausgeklammert? Wir haben keine Termini verwendet. Man kann verschiedene Termini verwenden. Man kann, es kann auch eine Föderation sein, wo die Rechte der Subjekte beschränkt sind. Und es kann auch formell ein unitärer Staat sein, wo die Macht derartig dezentralisiert ist, dass manche Föderationen sie darum beneiden würden. Wir gehen davon aus, wie gesagt, dass es das die Grundlage, das Konzept der heutigen Begegnung bestand darin, dass alle hier erschienen sind im Verständnis, dass es notwendig ist, ein Signal an alle ukrainische Seiten zu richten, dass sie die Verantwortung für die Lösung der Situation zu tragen und dass sie dann entscheiden, welcher Umfang von Vollmachten bei den Regionen verbleiben wird, welche Vollmachten an das Zentrum delegiert werden, wie jede Region die eigene Sprache, die eigene Kultur und die Sprache verteidigen und schützen kann, wie die gleichen Rechte für verschiedene regionale Minderheiten gewährleisten können. Erst dann wird die Ukraine ein starker Staat sein, den wir alle sehen wollen. Erst dann wird die Ukraine ein Glied, verbindendes Glied sein zwischen dem Osten und Westen. Und das wird dazu beitragen, dass die ganze Euro-Region sozusagen gesundet wird, unter Berücksichtigung der Interessen aller Staaten, die in dieser Region sich befinden. Ich habe bereits heute an unsere amerikanischen und an die europäischen Kollegen bestimmte Dokumente weitergeleitet, die Vertreter von Südosten der Ukraine uns zur Verfügung gestellt haben. Das ist die neue Bewegung Südosten und auch die Partei der Regionen. Diese Dokumente enthalten die Sicht der östlichen und südlichen Regionen, wie die Interessen in der neuen Verfassung berücksichtigt werden sollen. Die Erklärung, die wir heute angenommen haben, enthält auch die Notwendigkeit eines breiten nationalen Dialogs im Kontext der Verfassungsreform, damit alle Regionen ihre Wünsche vorstellen können. Und diese Wünsche treffen bereits ein. Jetzt liegt der Ball auf dem Feld der Macht in Kiew. Das soll also der Verfassungsprozess sein, der auch, über den auch der transparent und durchgeführt wird. Mr. Lavrov, I wonder, where does this all leave the May 25th election? What's Russia's attitude to that? Ich möchte Sie noch einmal fragen, wie ist denn Ihre allgemeine Haltung zu den Wahlen in der Ukraine? A few weeks ago, there were no Russian troops supporting Crimean separatists, and today. Wir haben einen gewissen Widerspruch in den Aussagen von Wladimir Putin festgestellt. Er hat früher behauptet, es gäbe keine Truppen auf der Krim und heute, gestern hat er gesagt, es gäbe doch welche. Er hat niemals erklärt, dass auf der Krim unsere Streitkräfte sich nicht befinden, denn es befanden sich unsere Streitkräfte auf der Krim. Das waren unsere Soldaten der Schwarzmeerflotte und zwar war das vollständig legitim und sie wurden in der Tat in die besondere Bereitschaft verbracht, als es Versuche unternommen wurden, dass Banditen auf die Krim kommen wollten und dort sozusagen Maidan wiederholen. Unsere Streitkräfte waren bereit, nicht zuzulassen, dass diese Pläne verwirklicht werden. Aber die Selbstverteidigungstruppen haben alleine das erledigt. Die haben diese Menschen nicht reingelassen auf die Krim. Was Putin angeht, Putin hat heute auch wiederholt, dass unsere Agenten, unsere Streitkräfte und die Versanten im Osten der Ukraine sich nicht aufhalten. Ich bedanke mich, Kollegen.